Hallihallo, Hallöchen, damit recht herzlich willkommen mal wieder hier im Dresdner Hauptbahnhof zurück zum Let's Play von Train Sim World 2. Wir fahren heute mal S-Bahn hier im Nahverkehr Dresden in Train Sim World 2 Rush Hour. Und zwar einmal die S1, das ist die, ich sag mal so, am längsten dargestellte Linie. Und wir können es immer einen Zug aussuchen, aber das ist auch sehr groß, der Bahnhof tatsächlich, ne? Richtig krass. Das ist der da hinten steht. Hinten oben. Da fahren wir los. Das ist unser Gleis heute. Und das ist ein Doppelschockwagenpark. 5 Wagen. 4 und Lok. So. Da stand wohl was mit 5. So, der ist jetzt nicht ganz so lang wie wir. Das heißt, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen mit der Zuglänge. Aber wir müssen uns echt mal ein bisschen beeilen. So, vorwärts. Wir machen links auf. Wir brauchen ein bisschen Spitzensignale. Wir brauchen Zuglichter. Wir brauchen PZB-SIFA. Wir brauchen den Bremsschlüssel. So. Genau. Ich glaube, dann lege ich die Bremse mal ein bisschen an. Ja, verriegeln. Wir müssen noch schildern. Wir haben noch gar nicht geschildert. So, automatisches Zugziel. Nee, muss ich nächstes machen. Dresden, Rostock, was? Ich sehe das vor allem auch gar nicht richtig, das ist ja belastend. Dresden, Blub. Radebeul, Ost. Radebeul. Dann werden wir so gleich Coswig kommen, oder? Genau, bestätigen. So. Genau, wir können euch die Türen schon wieder schließen. Haben wir denn jetzt eigentlich alles gemacht? Ich habe sicher irgendwas vergessen. Das war aber nicht so schlimm. Ich lasse das Fenster da mal offen, weil da können wir nämlich, so, aha, ja, okay, die sind drin, das heißt, wir machen, nee, warte mal nach oben. So, wunderbar, dann setzen wir uns einmal hin, Bremse lösen, Fahrt nach vorne, achso, ist der Hauptschalter schon an, ja, im Zweifel jetzt. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Da fährt die Lok auch langsam. Ja, die kriegt langsam Schub. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz raus hier. Ja, ja. Einwandfrei. So, gut. Dann wollen wir mal los hier. So, liebe Fahrgäste, herzlich willkommen hier in der S1. Gut, wir brauchen das nicht auf der S-Bahn, brauche ich keine Ansagen. So, gucken wir mal. Ne? Aber doch recht langer Zug, finde ich, für die S-Bahn. Aber da kriegen wir schon irgendwie hin. So, da sind 40, 80 sind da oben. Aber ich glaube, so schnell, ne. Da wird eh problematisch. Wir müssen eh ein bisschen schauen, dass wir ja, da zeitig anhalten. Das heißt, gutes Beschleunigen, schnelles Abfertigen und spätes Bremsen ist, glaube ich, hier der Schlüssel zum Erfolg. So, nächster halt Dresden-Freiberger Straße. Ja, genau, bis die Lok da zurückgefahren ist. Das ist richtig krass. Da gibt ja noch richtig lang Schub nach. Okay, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen, ne? Da muss ich ein bisschen danach gucken. So. Das könnte sonst echt problematisch werden. Das Bremsen am Anfang lieber mal ein bisschen früher. Spiel, danke. Das ist der Aufstieg, wenn wir in Fahrtrichtung links. So. Und ich glaube auch echt, dass die Bahnsteige, dafür, dass wir jetzt so einen langen Zug haben, knapp geschnitten sind. Also wir haben basically, so wie es aussieht, gar keine Toleranz, ne? Und wenn er ein bisschen nachhängt mit der Bremse, du, gute Nacht. Oh. Ja gut, jetzt hat es einmal gepasst, aber oh, war das anstrengend. Ich bin schon komplett fertig mit der Welt. Wir gucken uns das mal hinten an, das würde mich mal interessieren. Ja, das ist doch sehr knapp. Hier ist auch ein Eingang. Ja, okay. Kann ich denn eigentlich auch von hier aus dann die Tür wieder zumachen? So, ja. Mir fällt aber lang keine S-Bahn mehr. Ja, schon bist du auch recht früh, ne? Oh, wir dürfen schon wieder zurückbleiben, bitte. Ah, doch, kann ich. So. Nice! Ich mache das gerne so. Ich behalte das jetzt, glaube ich, eine Weile lang bei. So, wenn er ist fertig, kann er mal so gucken, dass da keiner zwischenkommt. Ja. Wunderschön. I like. So, er könnte sein, wenn euch das nervt.
Ich werde es trotzdem so machen, wie ich es für richtig halte. Ja, okay. Gut. Ziehen wir mal an hier. Ich glaube, das wird echt nicht viel Zeit haben. Ist eine S-Bahn, ne? So, Dresden, Mitte. Ja, das ist halt, da kommt Schlag auf Schlag, du, ne? So, was ich aber gelernt habe, ist jetzt früh wieder den Schub rausnehmen. Weil der noch so ein bisschen nachtreibt. Ja, genau, da seht ihr das. Und der beschleunigt halt auch noch weiter. Das ist ja genau das Thema. So. Der ist ja schon wieder davor. Der beschleunigt ja immer noch. Belastend. Also ihr könnt ja schon mal darauf einstellen, dass das ein paar Mal vorkommen wird heute, dass ich mich da komplett mit vertue, ne? Also, war das ja beim Bremsen auch so? Es liegt wahrscheinlich auch einfach an der Art der Lok. Also wie die halt Schub gibt und bremst. So, liebe Fahrgäste, Ausstieg links. Easy Snack. Ach, ich kann jetzt aufstehen. Okay, gut. Dann einmal. Ha, schön. Ne, der passt auch ganz gut. Ne? Ich habe jetzt auch die ganzen letzten Aufnahmen schon immer hier mit dem Stehen aufgenommen. Das finde ich gerade so im Train Simulator ganz praktisch. Im Omsi hast du da halt ein Problem mit dem Lenkrad und sowas. Aber ich nehme das immer ganz gerne an, wenn das hier einfach mal geht. So, man merkt jetzt hier aber von der Rush Hour noch nicht allzu viel. Es ist aber auch noch ein bisschen früher am Tag, ne? So, bleibt da mal zurück, bitte. Frei. Es müsste natürlich die Betriebsanweisung kennen, wann man da wie lang, wie wo rausgucken muss, aber ja. Ich gucke jetzt einfach aus Spaß raus. So. Kann ich eigentlich von hier aus. Nee. Was? Rangiersteuerung SOS. Hilfe. Nee, will ich nicht. Ah, ich kann da tatsächlich. Okay, ich kann da auch irgendwelche Sachen machen. So, der nächste 1,6 Kilometer, das ist ein bisschen weiter. So, dann tun wir die Lok mal wieder ein bisschen zum Arbeiten bringen. So, man merkt auf jeden Fall, dass es ja noch recht urban alles gehalten ist. Ne? Da rechts mit den ganz breiten Straßen, in den Busbahnhof und so. Man kann doch so ein bisschen schön in die Stadt gucken und das finde ich immer ganz cool. Weil man sonst halt dann immer, ja, Stadt kommt, finde ich, immer so ein bisschen zu kurz. Ah, jetzt haben wir über die Brücke. Stimmt. Ich kenne das aus dem ersten Mal. Da wollte ich ein bisschen mehr gucken, aber wir hatten da keine Zeit. So. Mach mal raus hier den Schub. So. 900 Meter. Ja, okay. Passt aber. Oh, ich sehe da. Was dürfen wir denn da? 70? Ah, okay. Ist akzeptiert. So, Dresden-Neustadt ist das hier doch, oder? Ne, das ist doch auch der ICE-Bahnhof. Wo auch letztes Mal der ICE gehalten hat. Allerdings sind wir komplett am anderen Ende vom Bahnhof. Eieiei. Jupp. So, die fand ich vergessen, ne? So, sei gefallen, gestern Dresden-Neustadt ist der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, der ist ja schon zu Ende. Ich dachte, wir haben so einen schönen langen Bahnsteig. Belastend. Ja, okay, das ist schlecht. Ah, tut mir leid, das ist für die Leute, ne? Also, das passt ja noch vom Ein- und Aussteigen. Das ist ja gar nicht das Problem, aber die Bremse war jetzt ein bisschen. Ja, siehst du, da kannst du doch noch einsteigen. Ich sehe das Problem nicht. So. Wie viel. Ja, gut, wir haben echt fast keine. Die Haltezeit ist ein Witz. So, zurückbleiben, bitte. Jetzt gar niemanden einsteigen lassen? Wahrscheinlich, ja. Ja, gut, gibt Schlimmeres hier, ne? So, Bremse mal langsam lösen hier und dann können wir schon mal mit ein bisschen Schub gegensteuern. Ja, das sind schon die Folgezüge, ne? Tschüssi, ne? Leider zu spät. Morgen gerne wieder, ein paar Minuten früher dann. So. Dresden Bischofsplatz, alter Latz. Ja, das ist halt eine S-Bahn.
irritiert mich halt ein bisschen, ne, mit dem Doppelstockwagen hier, aber der fährt sich trotzdem ein bisschen träge, vor allem, ich glaube, mit der 143 haben wir ja hinten dran. Das fährt sich so ein bisschen, ja, von der Steuerung einfach erträge und halt nicht so dynamisch, wie man das jetzt von der S-Bahn gewohnt ist, also gar nicht in Bezug auf die Beschleunigung, die beschleunigt ja trotzdem gut, aber einfach, das hinkt alles nach und du brauchst halt eigentlich fast dieses komplett direkte Fahrverhalten bei einer S-Bahn, sonst hast du da halt wahrscheinlich, also vom Gefühl her hast du da sonst halt echt Probleme, ne? Ja, sie fährt gut. Schrei mich nicht an. Doch gerade die Bremse verändert. Wie soll ich denn dann... Oh, ist wieder komplett versemmelt, ne? Ja. So, der Fahrgäste, der Ausstieg links. Also schlimm ist er doch gar nicht. Ja, okay. Ich glaube, ich darf mir nicht so einen Stress machen. Ne? Wir sind ein bisschen am Berg. Guck mal, der Haltepunkt ist sehr weit vorne. Das heißt, wahrscheinlich muss ich aber wirklich hier halt mit dem Führerstand. So. Das heißt, Ausstieg wie die Unfahrtrichtung links ist. Ja. Aber hier kann man gut gucken, ne? Nee, so knapp war das tatsächlich gar nicht. Da war der nur zufällig ein bisschen weiter vorne. So, hinten sind jetzt viele eingestiegen, aber hier vorne... Ja, ich fahre es einfach ein bisschen gemütlicher, ne? Mich stresst das sonst so schnell. Ja, ja. Ja, YouTuber-Life ist schon hart, ne? Ich weiß, so. Wunderbar. So. Ja, Jörgstein steuert man, aber ja, steuert man schon anders. Das passt schon. So, komm, fahr mal los hier. Ja, guck mal, man sieht, wie die Lok langsam aufschaltet, ne? Wobei die 143, die wurde doch auch... Wurde die ja in einem anderen S-Bahn-System als Schublok verwendet? Ich kann mich da, glaube ich, auch tatsächlich dran erinnern. Also jetzt nicht, weil ich selber mitgefahren bin, aber in verschiedenen Dokus und sowas war das doch, glaube ich, auch immer mal Thema. Das heißt, so ungeeignet kann die dafür gar nicht sein. So, 100... Brücken, das hat was. Ja, gerade so wahrscheinlich. Komm gerade auf 100 hoch und dann ist so schon wieder Bremse. Das ist auch immer mal stromtechnisch. Ja. Jetzt sind wir da ein bisschen 120. Ich habe da ein bisschen Bedenken vor der Geschwindigkeit. In Zusammenhang mit meinen Bremskünsten. Ja, wir fahren einfach gemütlicher, wie wir halt gesagt haben. So, 1,2 Kilometer, ne? Das ist jetzt hier bis die... Bis der Schub wieder weg ist, sind wir so wieder auf 90. Ja, sogar über 90. Ja, muss ich fast schon wieder reingehen hier, ne? So, damit er schon mal langsam in die andere Richtung geht. Ja, da vorne ist es. So, wie heißt das gute Ding? Dresden-Pieschen. Ja, ja. Ich weiß, ich gibt's auch noch nebst allem Fahren, Anhalten, Gucken. Also ich kann mir vorstellen, dass das, ich sag mal, in der klassischen S-Bahn ein bisschen ruhiger zu fahren ist. Selbst mit dem Talent 2 stelle ich mir das ein bisschen ruhiger vor. Aber wie ich in der letzten Folge auch schon mal anklingen lassen habe, ich finde das gar nicht mal schlecht, dass es das immer so ein bisschen stressig und mal was anderes ist, weil man dann einfach ein bisschen den interessanteren Part auch mal ein bisschen mitbekommen, so. Aber das ist doch jetzt der normale RE, oder? Sag nicht, die S-Bahn fährt auch mit einer 146. Oder sollten das eigentlich Taurus sein, welche da auf der S-Bahn unterwegs sind? Ne, die hält jetzt hier ja auch, ne? Was bist du denn? S1 auf Dresden Hauptbahnhof. Ja, dann hätte ich, glaube ich, doch lieber die genommen. Die 146.2 ist mir lieber als die hier. Ah, okay. So, Umsteiger haben wir eigentlich keine. Das heißt, wir können mal zurückbleiben, bitte. Über einen Ort fahren. Okay. So. Und lösen. Ja, der wird schon wissen, was er macht. Wahrscheinlich ist das nur so eine Hilfsroutenmarkierung oder so, damit wir wissen... Oder damit halt der... digitale Fahrdienstleiter weiß, wo wir hin müssen. So, was ist denn das nächste? Achso, ja.
Richtig smart, Josh. Hast du fein gemacht. Ich bin echt stolz auf dich. Ich hoffe nur nicht, dass dann direkt kurz danach ein Halt kommt, ne? Weil ich würde da jetzt nicht daraufhin anbremsen. Wäre zumindest nicht mein eigentlicher Plan gewesen. Gut, man könnte mal auf der Karte gucken. Über diesen Ort fahren. Ist aber kein Bahnhof. Okay. Das ist ungefähr so auf halber Strecke davon. So, ich bin mal gespannt, wie das Kind heißt. So, dann bin ich immer ein bisschen vorsichtig wegen der Geschwindigkeit. Das müsste doch dann wieder recht bald da dann sein, oder? Ja, danke. Hier lasse ich doch keine Fahrgäste einsteigen. Ist das dein Ernst? Ich muss doch schon da vorne anhalten. Ist das Szenario fail? Ich glaube, das Szenario ist ein bisschen fail, ne? Ist da vorne der Bahnhof? Hilfe! What the fuck? Ich bin voll verwirrt. Ja, okay. Jetzt krieg ich's hin. Türen aufmachen bei voller Fahrt. Ja, moin. Sicherlich. Oh, da fährt was. Nice. Ah, und auf den warten wir wahrscheinlich. Dann kann das sein, dass wir dann auf die Hauptstrecke fädeln. Also es könnte sein, dass wir deswegen hier noch Road haben. So, sehr geehrte Fahrgäste, Dresden, Trachau. In Fahrtrichtung links. So, sehen wir da vorne nochmal den Vorsignalwiederholer? Ja. Das ist ganz praktisch. Dann bräuchten wir hier auch gar nicht losfahren, bevor nicht grün ist, ne? Also würde ich gar nicht probieren, ehrlich gesagt. So. Da ist aber nicht so viel los, dass es jetzt lohnen würde, hier ewig zu stehen. Hm. Gut. Oh, der guckt so knuffig schräg. Seht ihr das so? Ein schönen, oh, der guckt so. Ich finde das knuffig. Ich lasse die Türen so lange offen, einfach weil wäre mega assi, wenn nicht, ne? Oh, da kann ich rausgehen, eine rauchen. Nee, mach mal nicht. Kann nicht jeder machen, wie er will, aber das ist jetzt A, nichts, was ich tun würde und B, nichts, was ich jetzt in so einer Rotsignalpause da mache. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Please mind the gap between the train and the platform. Was ist denn eigentlich, das würde mich ganz interessieren, das ist ja das hier denn der, oh nee, das ist ein Makrofon mit den Fahrgasttüren. Das ist ja wieder die Rangiersteuerung. PZB kann man da auch bestätigen. Okay. Ja, gut, ne? Das ist halt der fährt jetzt halt wahrscheinlich. Hier ist rot. Ja, da fährt auch nochmal einer ein. Ich denke mal, es dürfen wir auch bald dran sein. Aber ich habe das Gefühl, das liegt jetzt nicht daran, dass wir eine Minute oder so Verspätung hatten. Sondern das ist einfach eine ganz normale Verzögerung. Jeder jetzt ein bisschen auffällt. Finde ich aber immer noch nice. Das ist. Also, ne, wenn man. Also, man kann ja berechtigterweise Kritik äußern, dass das jetzt nicht ein neues Spiel wert ist, wenn man einfach sagt, okay, Train Simulator Rush Hour ist halt. Blablub hier. Gibt halt mehr Fahrgäste und neue Modelle und mehr KI-Verkehr. Ich finde aber, dass genau das jetzt eine enorme Spielspaßsteigerung bringt. Also, mir jetzt persönlich zumindest. Deswegen, ja, kann das einfach sein, dass ich doch zumachen muss und dann losfahren und dann, auf wen warten wir denn da dann? Ja, das nächste ist auch rot. Der hat hier grün. Ja, aber ich darf doch schon mal bis zum nächsten Signal dann vor. Ja, ich mach mal zu. So, zurückbleiben bitte. Also es kann sein, also in-game jetzt, so real life eigentlich nicht wirklich, dass wenn wir zu haben und losfahren, dass es dann grün wird. Und wie wir da gegen ein rotes Signal anfahren, irgendwas habe ich da mal gelernt, also von euch in Kommentaren oder so, aber ach, guck mal, dann fahre ich ja gar nicht gegen ein rotes Signal an. Easy. Ne, tschüssi und so. Tschüss.
So, nice. Guck mal, gar nichts. Passt doch aber einwandfrei, ne? Wir haben das schon mal dann vorbereitet und dann kommt mir genau in dem Moment los. So, jetzt müssen wir nur noch gucken wegen der PZB. Da sind wir immer noch in der Beeinflussung. Oh, da wird jetzt schwierig mit dem, dass er immer noch Nachgas gibt. Ah. Ich kann ja schon mal antriggern, dass ich gerne will, dass er sich befreit. Aus dem engen Korsett der PZB. Ja, tut aber da halt ein bisschen lang, ne? Na, jetzt aber. So. Und los geht die wilde Fahrt. So, Radebeul Ost ist aber auch nicht mehr so weit. Und ist schon wieder rot. Ja, moin. Ja, das ist aber der Zug, der uns gerade überholt hat. Ja, nice. Mag ich. So, wir sind 1,4. Wir sind bei... Okay. Was? Ach, war das jetzt schon wieder das aus von vor zwei Folgen? Weil der Fahrtbegriff von dem... Aber der Fahrtbegriff von dem... Das ist doch ein kombiniertes Vor- und Hauptsignal, oder? Oder sehe ich das falsch? Das, was wir da haben, das ist ein kombiniert... Boah, jetzt mach mal still, bitte. Also, ne, das Ding ist halt, ich habe das jetzt quasi zeitgleich zu dem... ich nehme das gerade alles so ein bisschen in den Folge auf, deswegen... Falls ihr da schon mal geschrieben habt, was ich damals da gefailt habe, dann ist das schön, aber es hat leider, ne, noch nicht. So. Was ist denn jetzt noch? Jetzt hat der hier noch, aber ja, der arbeitet, ne? Ja, wir bekommen Schub. Ja, kombiniertes Vorhauptsignal, boah. Ei, ei. Ja, ich befreie mich mal nicht. Nee, ich tucke da mal mit 45 rein. Das sind so Randfälle. Das ist einfach genau der Punkt. Deswegen bin ich auch kein ausgebildeter Triebfahrzeugführer oder so. Da wüsste ich jetzt genau, wie ich mich wie wo verhalten muss. Aber sich da jetzt raus zu befreien wäre... Ich will auch nicht schneller als 45 fahren. Hör mal auf. Ja! Jetzt ist gut. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, sag mir doch, dass ich blöd bin. Weiß ja, dass die Lok noch nachschiebt, aber so krass. Gibt auch in so einen komischen Streamer, der da doch irgendwie immer sagt. Sind die wie InScope oder sowas? Schiebt aber ganz anders. Irgendwie sowas, keine Ahnung, ist mir alles zu cool. Der sagt da doch auch irgendwie immer. Ja. Da kann man bei der Lok auch sagen. Die schiebt ganz schön anders. So. Kriegst du mal deinen Arsch bewegt jetzt hier? Danke. Ja, gefühlt aber jede Folge irgendwie ein bisschen Fail drin, ne? Das ist halt... So. Soll ich jetzt schon mal den Schub rausnehmen? Ne, ein bisschen können wir echt noch. Aber bis maximal so Mitte 30, so... 600 Meter ist da mit der langsamen Geschwindigkeit rumtuckern, ist halt auch irgendwie echt belastend. Dafür ist der vordere Zug weg. Ne? Das, man muss es positiv sehen. Wir haben jetzt, ja. Wenn wir Fahrt haben, jetzt hat er sich, ich habe mich nicht selber befreit, ne? Aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht schlimm, weil wir jetzt dann das nächste Signal eh wieder auf Fahrt haben. Ja. Gut, ne, komm, Steuern brauchen wir echt nicht mehr. Also mit der S-Bahn könntest du das jetzt echt gut machen. Oder mit so einem Triebwagen, der das ein bisschen besser verarbeiten kann. Schubbremse, Schubbremse ist auch nicht gut für den Zug wahrscheinlich, aber... Ja, okay, nächstes Signal ist grün. Belastend. Ah, okay, bis er wieder nachkommt mit der elektrischen Bremse ist auch übermorgen. So, liebe Leute, ausstiegen, fahren Richtung links. So, wie viel Verspätung haben wir? Ich schach mal so aus 7 Minuten. Ach, Mann. Ja, nee, passt doch aber. Fenster ist offen. Passt. Ja, erste Tür passt doch auch noch. Ich kann das nicht erkennen. Ich konnte das nicht erkennen. Haben wir die Beschilderung gelöscht? Ja, Folgezüge ist mir egal. Ja, gut, gucke ich halt hier.
Ach, 3 Minuten, das ist ja in Ordnung. Ja, dann ist mir egal, dann schilder Dresden. Nein, okay. Dann fahren wir ja auch immer wieder zurück. Wobei, ja, jetzt die Fahrgäste verwirrt, ne? So, komm, wir fahren hier mal raus und in der Zeit. Eins zu weit, ne? Da. So. Damit die Fahrgäste Bescheid wissen. So, Radebeul, Weintraube. Bauen die auch Wein an, oder wie? Naja. So, waren 1,7 und wir dürfen fahren 120. So, ja, das ist mir so okay. Sudele. Genau, der Sicherheit wegen packe ich schon mal den Hebel wieder zurück. Ey, du musst so vorausschauend fahren, das ist halt einfach unfassbar. Und das dauert wieder länger, als ich erwartet habe. Ja, genau, der schaltet halt langsam ab. Wie bei der 111 halt auch. Na klar, bremsen kann man ja immer trotzdem, das ist ja gar nicht das Thema, aber ohne elektrische Bremse und mit Gegenschub weiß ich jetzt auch nicht, ob das sonderlich gesund ist für das eingesetzte Wagenmaterial. Ich glaube, deswegen vermeiden wir das mal eher ein bisschen. Weil wenn man die Strecke kennt, ne, dann hat man schon auch so ein bisschen drin. Ich beschleunige jetzt auch so und so weit bis zu dem Schild und dann, wenn Fahrt ist, dann ist das ja dann alles auch irgendwie in Ordnung. Aber ohne Streckenkenntnis, boah. Ja, man kann sich bloß beschweren, ich weiß. So, liebe Leute, Ausstieg links. So. Wunderbärchen. So, kommen hier so ein paar Leute. Auch wenn das eher so die Gegenlastrichtung ist. Es sei denn, die wollen irgendwie zur RB 31 oder so. Halt mit euch dahinten. Okay. Machen wir mal zu. Ich brauche meinen Kaffee gleich noch hier. So. Einwandfrei. Und los. Ja, genau. Es gibt noch so ein paar Radebolster. Das hat man auch in diesem im Schilderungsgedöns gesehen. Wie weit ist da? 2 Kilometer. So, und dann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man sich wahrscheinlich überlegen, okay, ich gebe da jetzt gut Gas drauf. Dann sind wir vielleicht bei 80. Dann nehme ich den wieder raus. Lasse ich rollen, gehe dann gleich in die Bremsung und sowas. Kann man sich dann da so ein paar Punkte erarbeiten, anhand dem man dann erkennt, wann, wie, was, wo. Man hat es ein bisschen besser im Gefühl, wenn man die ganzen Hebel auch wirklich haptisch vor sich hat, wenn man die Beschleunigung spürt, wenn man da Bremsen spürt. Das ist sicherlich, ja. Hi. Besser so. So, genau, ist ja wieder der Punkt, wo ich sage, wir nehmen den Schub langsam raus. Zap. Dann haben wir bis wir bei 1 Kilometer, ja genau, bis 1 Kilometer schiebt er eh noch ein bisschen weiter. So, was sagt denn überhaupt das Signalbild? Genau, das war nächstes Thema. Ich sehe das nicht hinterm Baum, ach, ist die Gegenrichtung. Ja gut, dann ist nicht so schlimm. So, falsches Knopf. Ich habe einen Knopf neben Bremseknopf gedrückt. Das ist das schlecht. So. Ach, hier sind unsere Vorsignale. Ist immer die Unterscheidung, blinkt das jetzt, weil da was davor ist, oder blinkt das, weil das blinkt? Aber ja, ich muss es ja auch ausreichen, wenn man da nicht mit Sicht drauf zufährt, sondern einfach, wenn man erst reagiert, wenn man am Signal ist, so ist eigentlich auch die... So ist es ja gelegt. Weil gerade bei Regen kannst du halt auch nicht noch ein paar hundert Meter nach vorne sehen und dann das Vorsignal dir angucken. Aber ich sag mal, für alle ist es ein bisschen angenehmer, wenn der Fahrer halt einigermaßen zeitig Bescheid weiß, ob er jetzt bremsen muss oder nicht. Weil wenn da vor jetzt ein Bahnhof ist, Haltepunkt, sorry,
dann ist das nicht so schlimm. So, der Ausstieg mal wieder in Fahrtrichtung links. Habe ich schon einmal die Türen rechts aufgemacht? Ich glaube nicht, ne? Das sind immer solche Mittelinseln. So, komm jetzt mal drin. So. Nein, Medeich. Oh, es wird langsam hell. Ist das nicht knuffig? So, und da sind die ganzen Leutis. Ja, okay, hier ist eins in die andere Richtung. Ja, aber 2 Minuten sind ja keine Verspätung. Ja, so ganz ehrlich, da plädiere ich irgendwie dafür, dass sie das noch abschaffen. Also, dass halt 2 Minuten davon noch gar keine Verspätung sind. Aber es ist ganz cool zum Demonstrieren, dass man das kann. So. Türen sind geschlossen, ist gut. Und ich glaube, das ist auch mit einer der letzten Meter, die wir noch vor uns haben. Radebeuls. Ja, es gibt verschiedene Sachen. So, das schaltet eh langsam auf. Das heißt, ich kann da auch ein bisschen übertreiben mit der Hebelstellung. So, hier sieht man mal wieder ein bisschen. Aha, Radebeul ist eine große Kreisstadt im Freistaat Sachsen. Sie ist die einwohnerstärkste und die dichtesten besiedelte Stadt im Landkreis Meißen. Okay, gut. Ja, dann ist der richtige Jack bitte ein paar Mal mehr halten. Ist ja in Ordnung. Ich habe nicht verstanden. So. Wenn ich damit... Ich bin gespannt, ob ich auch noch einmal rechts rausgucken darf oder ob das mir nicht mehr vergönnt wird. So, da vorne, ne? Ja, da erblicke ich das doch schon in der Ferne. Okay, der Betonmischer, der hat ganz lustig gewendet. Okay, da hört wohl sonst Plein auf. Das kann man gegebenenfalls vielleicht noch fixen. Das, sieht man jetzt, wenn man hier vorbeifährt, nicht. Aber wenn man da anhält mit der S-Bahn, da merkt man das dann schon. Und ich meine, gerade wenn man es ein bisschen häufiger fährt, das nicht unbedingt die erste Fahrt ist, da schaut man auch ein bisschen eher auf die Umgebung und so eine Geschichten. Da fällt einem das dann auch nochmal wesentlich mehr auf, wenn man nicht die ganze Zeit nur mit Bremsen fahren, anhalten, whatever beschäftigt ist. So. Ach, wie sieht's überhaupt aus hinten? Ja. Hä, warum muss ich denn so weit vorne halten? Also ich hätte noch ein bisschen vor müssen, ne? Aber hier ist doch der Eingang und... Ich finde, wir stehen gut drin. Naja. Ach, hier ist... Ah, weil hier auch ein Eingang ist. Ja, aber dann stehen wir doch optimal. Hm. Keiner mehr mit? Ihr da nicht, ihr rennt auch irgendwie nicht panisch zum Zug, das lasse ich mal einfach zu, ne? Wenn ihr nicht noch auf jemanden gewartet, der panisch zum Zug rennt, aber... Boah, das wäre auch noch ein Feature für eine spätere Version. Dass, ich sag mal, der Großteil der Fahrgäste einfach nur normal läuft. Aber es einfach so ein paar, immer mal so einen noch angerannt gibt, gerade wenn man jetzt hier nochmal rausguckt und so, und dass man dann den vielleicht einfach noch mitlassen könnte. Ich hab's jetzt immer so gehabt, ja, da strömen natürlich mal neue Leute an die Station, das ist in urbanen Gebieten ja normal. Aber du weißt halt nicht, er will da jetzt einsteigen oder läuft der nur irgendwo am Bahnsteig lang. Und wenn der rennt und dann quasi zur nächsten Tür rennt, dass man den dann einfach noch reinlassen könnte. Das finde ich lustig. Okay, Coswig. Dann sind wir da. So, liebe Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Coswig auf Gleis 1. Bitte beachten Sie, unsere heutige Fahrt endet hier. Bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir danken für Ihre Reise mit der S-Bahn. Wie heißt das S-Bahn-System? S-Bahn Dresden? So. Waren die so kreativ? Ich sollte jetzt nicht viel schneller fahren. Ah, ja, okay. Ach, das ist doch wieder das Vorsignal aufs... Ich raff das Ding auf jeden Fall schon wieder nicht. Das heißt doch jetzt wieder, dass wir trotzdem nicht über 85 fahren sollten. Das ist schon mal das eine. Aber dass wir nicht am nächsten Signal anhalten müssen. Darauf wollte ich hinaus. Das war doch dieses Gelbe, ne? Dieses blinkende Gelbe. Interessantes Signal auf jeden Fall. Wenn ich jetzt einmal gleich über Rot fahre, dann ist halt Pech. Wobei, dann sehen wir das erstmal 500 Hertz Magneten, dass da gleich
rot ist, ist das ein rotes Signal? Nee. Nee, das ist wieder dieses komische Weichenweh. Ja, der triggert mich jedes Mal richtig hart. Zirpenweichenweh. Hm. Vorhin sind wir rote Signale. Und doch ein gelbes, das ist dann für uns. Komm, zieh durch hier. Ja, ja, es ist so. Gut. Da war da die Ankündigung auf ein gelbes Signal, liebe Leute. So, befreien wir uns mal nicht. Fahren wir mit dich rein. Ja, ich weiß, ein größerer Bahnhof. Da lade mal noch ein bisschen nach hier. Gut. Ja, ja, ist auch noch da. Links stehen nicht einige Güterwaggons, ne? So, jetzt aber, ne? Nicht in dem Moment, ich wollte... Danke. Wenn jetzt genau in dem Moment keine Tasteneingaben angenommen hätte, problematisch. Gut, man hat ja ein bisschen Zeit, aber... Man muss es ja nicht unnötig stressig machen, ne? So. So, liebe Leute, da aussteigen, Kurswege in Fahrtrichtung links. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. So. Ja, das passt. Sehr schön. Zumindest am letzten halt. Guck mal, wir sind mehr oder weniger genau mit unserem Führerschein unter dem Ding. Nice. So. Jetzt würde ich wieder gerne aussteigen, ne? Ich kenne die Geschichte, aber wir machen mal wieder den hier. Ja, wahrscheinlich wenden wir es halt einfach, ne? Wir melden uns halt hier ab. Bremsschlüssel raus und dann ging es wieder zurück. So, Tür machen wir mal zu. Und dann ist ja die Aufgabe abgeschlossen, ne? Ja. Ja, immer unter der... die Parabelkurven. Ja, nicht immer ganz rund, ne? Wenn die komplett parabelförmig wären, wäre es natürlich optimal. Also die hier ist zum Beispiel gut. Die hier ist problematisch. Oder die war halt wegen einem roten Signal. Aber die hier sind zum Beispiel gut, die einigermaßen symmetrisch sind. Das Beschleunigen wie Bremsen. Okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.